Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva. Willkommen zu den Tagesthemen. Auch von mir guten Abend. Und für den Sport ist Andreas Keckel heute mit an Bord. Ja, genau. Neben der Fußball-Bundesliga haben wir auch wieder Handball und Wintersport mit dabei. Aber los geht's mit der Debatte, die nun seit Tagen die Politik bestimmt und die an diesem Wochenende nochmal weiter Fahrt aufnahm. Die Lieferung von Kampfpanzern westlicher Bauart an die Ukraine. Nachdem es am Freitag beim Treffen in Ramstein seitens der Bundesregierung keine Entscheidung gegeben hatte, gab es von Außenministerin Annalena Baerbock am Abend die Aussage, Deutschland werde dem nicht im Weg stehen, sollte Polen seine Vorhaben umsetzen, auch auf eigene Faust Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Und der neue Verteidigungsminister, er rechnet bald mit einer Entscheidung. Iris Seyram. Fast schon ruhig und friedlich steht es da, das Kanzleramt am Abend. Doch von Frieden kann in dieser Zeit kaum die Rede sein. Immer weiter steigt der Druck auf Deutschland zu einer Entscheidung in Sachen Leopard-Lieferung. Fast am deutlichsten aus den eigenen Reihen. Ich verstehe nicht, warum Kampfpanzer eskalieren sollen und Schützenpanzer nicht. Und wir dürfen uns nicht der Logik hingeben, dass im Kreml am Ende des Tages entschieden wird, wo die Angstgrenze in Deutschland läuft. Doch der Kanzler lässt sich Zeit und weckt ab. Die Gefahr von Russland als Kriegspartei wahrgenommen zu werden, gegen die Gefahr, der die Menschen in der Ukraine ausgesetzt sind. Es wägen ja auch andere ab, aber es kommen viele zu einem anderen Ergebnis. Und das Abwägen und das, was Sie auch als Zögern bezeichnen, müsste der deutsche Bundeskanzler dann wenigstens erklären. Keine Alleingänge, nur abgestimmt und nur gemeinsam mit den USA. Das ist seine Erklärung. Sie verhallt. Nicht nur in der Opposition, sondern auch in Polen, Litauen, Großbritannien. Dabei könnte hier eine Chance liegen, so Experten, sich auch von den USA zu emanzipieren. Wir sagen immer wieder, dass wir ein Stück weit auch alleine unser Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen wollen, uns nicht so abhängig machen wollen von den USA. Natürlich kann man das dann anzweifeln. Doch dafür braucht es mindestens ein einheitliches Meinungsbild unter den Verbündeten, das es so beim Treffen in Ramstein nicht gegeben habe. Das war keineswegs so, dass das Bild so einheitlich war, wie bisweilen der Eindruck erweckt wird. Deutschland stand keineswegs alleine da. Es waren Länder dabei, die klar gesagt haben, wir sind noch nicht so weit mit unserer Entscheidung und wir haben unsere Kabinette noch nicht damit befasst. Also es ist ein Prozess, der im Gange ist und Deutschland war da nicht isoliert. So ist auch Frankreich heute noch unentschieden, ob es sein Leclerc-Kampfpanzer wirklich schicken soll. Was den Leclerc-Panzer angeht, wird in Absprache mit dem Verteidigungsminister nichts ausgeschlossen. Und das wird kollektiv überprüft, unter Berücksichtigung, unter anderem, dass die Lieferung keine Eskalation zur Folge hat. Keine Eskalation. Doch wo verläuft die Linie? Niemand weiß es. Und so bleibt die Entscheidung weiter offen. Panzerlieferungen an die Ukraine. Natürlich war das auch eines der Themen am heutigen Sonntag, der ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft stand, die heute vor 60 Jahren mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags begründet wurde. Aus Feinden sollten Freunde werden. Es wurde daraus das Fundament des heutigen Europas. Kaum deutlicher manifestiert als mit dem Händedruck zwischen Kanzler Helmut Kohl und Präsident François Mitterrand über den Weltkriegsgräbern von Verdun 1984. Ihre heutigen Nachfolger im Amt, Emmanuel Macron und Olaf Scholz, wollten das Jubiläum nutzen, um dieser besonderen Beziehung neuen Schwung zu verleihen, nachdem es zuletzt ziemlich geknirscht hatte zwischen Paris und Berlin. Ob der Neustart gelungen ist und wie die nächste Generation auf diese Freundschaft blickt, Friederike Hofmann. Guten Morgen. 10 Uhr morgens in der Alain-Jacques-Schule nördlich von Amiens. Der Deutschunterricht für die Sechst- und Siebtklässler beginnt. Das Beste in Düsseldorf ist Nibelisch. Nur 6 Schüler aus den beiden Jahrgangsstufen haben sich für Deutsch als Fremdsprache entschieden. Vielen ist die Sprache einfach zu kompliziert. Oft ist die Aussprache echt schwierig. So wie hier ist die Zahl der Deutschschüler in Frankreich deutlich zurückgegangen. Dabei ist der gegenseitige Spracherwerb eines der zentralen Anliegen des heute vor 60 Jahren geschlossenen Élysée-Vertrags. In der Pariser Sorbonne die Jubiläumsfeierlichkeiten. Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron auf Kuschelkurs.
Dabei ist der Beziehungsstatus seit Monaten kompliziert, vor allem in der Energie- und Verteidigungspolitik. Beim Festakt mit mehr als 30 Ministern und 200 Parlamentariern aus beiden Ländern ist davon aber nichts zu spüren. Präsident Macron setzt auf Harmonie. Zwei Seelen in einer Brust. Sie sind nicht gleich. Sie haben nicht dieselbe Geschichte. Aber sie schlagen im gleichen Takt. Zwei Seelen in derselben Brust. Das sind wir. Von deutscher Seite nicht ganz so viel Emotion, aber auch hier Beziehungskrise adieu. Der deutsch-französische Motor sei eine Kompromissmaschine, so Scholz. Sein Antrieb bezieht er nicht aus süßem Schmus und leerer Symbolik, sondern aus unserem festen Willen, Kontroversen und Interessenunterschiede immer wieder in gleichgerichtetes Handeln umzuwandeln. Am Nachmittag der gemeinsame Ministerrat, am Abend ein gemütliches Essen zu zweit. Auch das ist in einer guten Beziehung ab und zu nötig. Keine Entscheidung über Panzer, stattdessen viele Absichtserklärungen, aber wenig Konkretes. In Stuttgart. Auch bei den Deutschschülern große Pläne. Beschlossen wurde unter anderem, dass der Spracherwerb gefördert werden soll, wie schon einmal vor 60 Jahren. Während also der Westen die Frage nach Kampfpanzern weiter diskutiert, sind für viele Menschen in der Ukraine Metrostationen und Keller zu Schutzräumen geworden, in denen sie sich oft auch länger aufhalten müssen. Damit bei Raketenalarm die Gedanken an die Schrecken dieses Krieges vielleicht ein wenig verfliegen und wenn auch nur für kurze Zeit, vor allem bei den Kindern, dafür mag Musik helfen. Birgit Pfirnig hat in Kharkiv eine Geigerin begleitet, die im Theater und im Schutzkeller versucht, ein wenig Mut zu machen. Kharkiv, die stolze Universitätsstadt im Osten der Ukraine, kommt nicht zur Ruhe. Immer wieder Alarm, mehrmals am Tag. Überall Spuren des Krieges und der Zerstörung. Mit den ständigen Angriffen auch in der Umgebung will Russland Angst und Schrecken verbreiten. Davon sind viele hier überzeugt. Und um vor allem die Kinder abzulenken, gibt die Geigerin Vera Litovchenko mit ihren Musikern im Stadttheater unermüdlich Konzerte für die Kleinsten der Kleinen. Bei Alarm zieht das Orchester kurzerhand in den Keller des Theaters um, so auch jetzt. In diesem Raum können sich die Kinder sicher fühlen und Musik hören, um wenigstens für eine Weile den Krieg da draußen zu vergessen, denn das belastet sie sehr. Bekannt wurde die Geigerin vor allem in den sozialen Netzwerken mit ihren Auftritten in den Luftschutzkellern der Metro. Als die Stadt im März letzten Jahres ständig unter Beschuss der Russen geriet, spielte sie hier unermüdlich, um die Menschen zu beruhigen. Die Menschen lebten mit ihren Kindern und den Alten ja regelrecht in der U-Bahn. Viele hatten ihre Häuser verloren. Sie aßen und schliefen hier, trauten sich nicht raus. Da entschieden wir uns, sie dabei zu unterstützen und gaben in fast jeder U-Bahn-Station der Stadt Konzerte. Seither wendet sie sich vor allem an die, die am meisten leiden, die Kinder, will sie zum Lachen bringen. Wir wollen sie ablenken, denn die Angst ist leider unser ständiger Begleiter geworden. Die Konzerte, Therapie und Balsam für die Seele, meint Vera. Früher hat sie Tourneen in ganz Europa gespielt. Das kann sie sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Wir vermitteln den Kindern so auch unsere Kultur und helfen einander. So sind wir besser als unsere Feinde und bewahren uns unsere Menschlichkeit. Kharkiv zu verlassen, kommt für die Geigerin nicht in Frage. Sie will bleiben und dabei helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Und wir bleiben bei der Ukraine. Weitere Nachrichten jetzt mit dir, Jens. Es geht um Korruption. Nach Medienberichten wurden an die ukrainische Armee deutlich überteuerte Lebensmittel geliefert. Den Vertrag dafür hatte demnach das Verteidigungsministerium geschlossen. Dort wies man die Vorwürfe zurück und kündigte an, den Fall zu prüfen. Unter Korruptionsverdacht steht auch der Vize-Infrastrukturminister. Er wurde gestern festgenommen, weil er für die Beschaffung von überteuerten Generatoren ein Bestechungsgeld kassiert haben soll. Die neue israelische Regierung hat weniger als einen Monat nach Amtsantritt einen Minister verloren. Regierungschef Netanyahu beugte sich einer Anordnung des obersten Gerichtshofs und entließ Innenminister Deri.
Der Vorsitzende der ultraorthodoxen Schass-Partei war im vergangenen Jahr wegen Steuerbetrugs verurteilt worden. In einer Stellungnahme kritisierte Netanyahu die Entscheidung der Richter. Er wolle versuchen, Diri auch in Zukunft in einem öffentlichen Amt zu halten. Im Privathaus von US-Präsident Biden sind weitere Geheimdokumente gefunden worden. Nach einer knapp 13-stündigen Durchsuchung gaben die Ermittler bekannt, sie hätten 6 Dokumente entdeckt. Einige stammten aus Bidens Zeit als Vizepräsident, andere aus seiner Zeit als Senatsabgeordneter. Ein Sonderermittler des Justizministeriums untersucht nun, warum Biden die Dokumente nicht wie vorgesehen dem Nationalarchiv übergeben hat. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind bei einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest mindestens 10 Menschen erschossen worden. Weitere 10 wurden verletzt. Tatort war ein Tanzclub in Monterey Park, einer Vorstadt von Los Angeles. Der Täter konnte entkommen. Vor etwa einer Stunde wurde eine Leiche in einem Lieferwagen gefunden. Ob es sich um den Täter handelt, ist noch unklar. Beim Sport blicken wir zuerst auf die Fußball-Bundesliga, wo Borussia Dortmund heute das erste Spiel nach der langen Pause gewonnen hat. Aber es wurde in Dortmund mal wieder klar, es gibt sehr viel Wichtigeres als 3 Punkte, Andreas Käckle. Ja, absolut. Obwohl ich mir auch sehr sicher bin, dass der Mann, der heute nicht erst in der 62. Minute bei seiner Einwechslung im Mittelpunkt stand, dass der auch überglücklich über den 4:3-Sieg seiner Borussia gegen Augsburg war. Es geht um Sebastien Haller. Im letzten Sommer von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt. Dann im Juli die erschreckende Diagnose Hodenkrebs. Es folgten 2 Operationen und Chemotherapien. Und heute war es dann soweit. Haller konnte erstmals mitspielen in der restlos ausverkauften Dortmunder Arena. Endlich ist er da. In nur 6 Monaten hat er sich zurückgekämpft. Ein emotionales Comeback und Gänsehautmoment im eigenen Stadion. Ehrlicherweise hatten wir schon Gänsehaut vor dem Spiel. Sebastian hat heute die letzten Worte an die Mannschaft gerichtet, bevor wir die Kabine verlassen haben. Und das war schon ein besonderer Moment, dass es dann in der 62. Minute ein ganz spezieller Moment für ihn war, für seine Familie, für uns als Mannschaft und für unsere Fans. Es haben, glaube ich, alle gespürt. Getragen von Allers Ansprache, die Borussia in Schwarz-Gelb gleich zu Beginn gut im Spiel und mit viel Tempo nach vorn. Aber auch Augsburg präsent und mit allem da, wenn es sein muss. Jude Bellingham mit hohem Zuspiel auf Karim Adeyemi. Der kombiniert mit Malen zurück zu Bellingham. Englands Nationalspieler mit 2 Haken mitten rein. Die Führung für den BVB nach 30 Minuten. 10 Minuten später unnötiger Ballverlust von Nico Schlotterbeck. Augsburg ist dran am Gegner. Bellio in den Lauf zu Arne Meyer. Und der hat Platz und die Ruhe. Ausgleich. Nico Schlotterbeck zu leichtfertig und Sally Özcan zu zögerlich. Kurz darauf, Freistoß für Dortmund, Julian Brandt an den Fünfer. Schlotterbeck schiebt sich nach vorn, Fehler wieder ausgebügelt, 2-1. Gerade die Standards der Borussia in dieser Saison zu selten genutzt. Aber auch Augsburg hat wieder eine Antwort und die heißt Ermedin Demirovic. Augsburg unglaublich effizient und BVBs Neuverpflichtung Riasson kommt einfach nicht mehr ran. Der BVB eigentlich besser im Spiel, aber defensiv wie zuletzt immer mit Problemen. In der zweiten Hälfte macht der eher unauffällige Moukoko Platz für Allers besonderen Moment. Dortmund auch gleich wieder mit richtig viel Tempo nach vorn, dieses Mal mit dem gerade erst eingewechselten Beino Gittens. Bellingham raus aus der Flugbahn und der BVB wieder vorn. Augsburg gleicht zwar noch einmal durch Schuline aus, aber der eingewechselte Reyna sorgt für den eher glücklichen 4:3 Endstand. Definitiv war es viel zu spannend. Also ich finde, besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir können nicht von einem sehr guten Spiel reden. Auch wenn sich Dortmunds Abwehr auch im neuen Jahr noch anfällig zeigt, für Sebastien Haller bleibt es ganz sicher ein unvergesslicher Tag. 7 Tore in Dortmund und dann gab es da heute ja auch noch das 3:2 der Leverkusener in Gladbach. Macht übrigens 41 Treffer an diesem Spieltag, so viele wie noch nie zuvor in dieser Saison. Die extra lange Pause, die scheint den Spielern also ganz gut getan zu haben. So eben auch den Leverkusenern, die da angeknüpft haben, wo sie im Oktober aufgehört hatten, mit einem Dreier nämlich. Der Sieg in Gladbach war der 4. in Serie und gleichzeitig ein wenig herzlicher Bundesliga-Empfang für den neuen Keeper der Borussia. Jonas Omlin, sein erster echter Arbeitstag für Borussia Mönchengladbach.
einfach blöd gelaufen. Ja klar, als Torhüter kriegt man nicht gerne 3 Tore an einem Abend. Das ist ja, hart für mich, aber wir müssen da durch. Wir müssen weiterarbeiten, weiter viel sprechen miteinander. Vielleicht noch ein bisschen einen Zacken aggressiver verteidigen im eigenen 16er. Tatsächlich ist Gladbachs schwaches Abwehrverhalten spielentscheidend. Die Borussia in Weiß kriegt hier den Ball nicht weg. Frimpong zu Logic, klasse Drehschuss. Mitchell Bakker, die Führung für Leverkusen in der 21. Minute. Jonas Omlin ist bei Logics Abschluss noch mit dem Daumen dran, kurz später aber chancenlos. Kurz vor der Pause verteidigt Gladbach erneut schwach. Tabsoba zu Logic, der schlägt den Ball einfach mal nach vorne und dann dieses Laufduell. Gladbachs Elvedi bewegt sich im Vergleich zu Leverkusens Adli fast in Zeitlupe. Armin Adli lässt Omlin keine Chance. Das 2:0 für Bayer. 2 Minuten vor der Halbzeit. Leverkusens Trainer Xabi Alonso hochzufrieden. Und auch nach der Pause das gleiche Bild. Gladbach zu passiv. Leverkusen kombiniert. Einmal mehr fast ungestört. Nadiem Amiri eingewechselt mit dem 3:0. 67. Minute. Es dauert lang, ehe sich auch Gladbach zwingende Torchancen erspielt. 8 Minuten vor dem Ende verkürzt der eingewechselte Lars Stindl für die Borussia. Plötzlich ist wieder Leben in der Bude. Das merkt natürlich auch Jonas Omlin. Und seine Gladbacher setzen nach. Nachspielzeit, wieder Stindl, wieder drin, 2:3. Das Ganze allerdings zu spät. Auftaktsieg, das ist immer was Gutes, das nehmen wir mit. Und aber erstmal das Ziel heißt, uns von da unten wegzuspielen. Ja. Bei Bayer Leverkusen darf wieder geknuddelt werden nach dem 4. Sieg in Serie. Kein Grund zum Lächeln dagegen heute für Gladbachs neuen Torwart Jonas Omlin. Und noch der Blick auf die Tabelle nach dem 16. Spieltag. Die Bayern ganz oben vor Frankfurt, Union Berlin auf Rang 3. Dortmund bleibt 6. Gladbach auf 8, gefolgt von Leverkusen. Bremen auf Rang 10 abgerutscht. Augsburg nach der Niederlage heute nur noch einen Platz vor der Abstiegszone, in der im Moment Stuttgart, Hertha BSC und Schalke. Auf Platz 2 gelandet und doch den EM-Titel gewonnen. Klingt komisch, war aber genau so. Laura Nolte und Nele Schuten nämlich wurden beim Bob-Weltcup in Altenberg Zweite im Zweier-Wettbewerb hinter dem US-Team Humphreys Love. Weil aber nur europäische Starterinnen in die heute ebenfalls ausgefahrene EM eingerechnet werden, ging der Titel an die beiden Deutschen. Bei den Männern, da heißt der neue Europameister im Vierer-Bob Brad Hall. Francesco Friedrich belegt er hinter den Briten heute Rang 2. Rang 3 für die deutsche Frauenstaffel beim Biathlon-Weltcup im italienischen Antholz. Ohne Denis Hermann Wick, die geschont wird, zeigt das DSV-Quartett eine starke Leistung. Mit insgesamt 10 Nachladern reicht es nicht für ganz vorne. Dort landet Frankreich vor Schweden. Doch aufs Podium schaffen es Vanessa Vogt, Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz und Hanna Kebiger eben auch. Gleiches gelingt kurz darauf den deutschen Männern. Platz 3 im letzten Rennen vor der WM in Oberhof. Bei der abschließenden Schießeinlage muss das Team noch einmal zittern. Strafrunde für Roman Rees. Doch es reicht trotzdem fürs Podest. Der Sieg geht wie erwartet an die übermächtigen Norweger vor Frankreich. Deutschlands Handballer, die haben ja bereits vorzeitig gestern über das Erreichen des Viertelfinals bei der Weltmeisterschaft jubeln können. Jetzt ist die große Frage, auf wen trifft das Team von Alfred Gislason in dieser Runde der letzten 8? Das entscheidet sich morgen, wenn es gegen Norwegen um den Gruppensieg geht. Das Spiel ab 20.15 Uhr übrigens live hier bei uns im Ersten. Für Torwart Andreas Wolf auf jeden Fall die bislang größte Herausforderung bei dieser WM. Wir haben jetzt 5 Spiele, 5 Siege und das ist natürlich schon ein Fingerzeig dazu, dass man eine Euphorie aufbauen kann. Nun muss man allerdings jetzt abwarten. Gegen Norwegen treffen wir auf das erste absolute Top-Team. Tja, das wird auf jeden Fall spannend und wir sind jetzt gespannt, wie wir beim Wetter in die neue Woche starten. Claudia, wie sind die Aussichten? Ja, Ingo, es bleibt eigentlich so, wie es im Moment ist. Der Schnee wird immer weniger. Aber es wird auch in den nächsten Tagen erstmal noch kühl bleiben, dann langsam steigende Temperaturen. Jetzt in der zweiten Dekade oder nach der zweiten, also im zweiten Drittel des Januar, ist es in der Osthälfte schon 5 Grad zu warm, über der Mitte meist 4 Grad und im Westen den Rhein entlang südlich des Schwarzwaldes jetzt augenblicklich schon 3 Grad zu warm. Wir müssten also jetzt noch sehr, sehr kalte Tage bekommen, damit wir noch im Mittel bleiben. Hier die Durchschnittslinie und Sie sehen, es geht jetzt auch mal zum Beispiel in
Frankfurt am Main unter das, was wir jetzt eigentlich erwarten dürften, auf so rund 3 Grad, dann aber wieder Temperaturanstieg. Schnee in der Nacht nur noch ganz wenig, da ist so ein kleines Schneefallgebiet, das sich jetzt von Ost nach West bewegt, hat ein bisschen Schneegriesel dabei, am ehesten noch im Oststau der Mittelgebirge etwas mehr Schnee, morgen dann im Laufe des Tages meist trocken, etwas Schnee am Alpenrand und ansonsten höchstens mal so ein paar Flocken, die rausfallen. Die Temperaturen in der Nacht gehen runter auf 2 bis minus 6 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von meist so 2 bis 5 Grad. Und die nächsten Tage, es bleibt trocken, gibt Hochnebelfelder, Temperaturen meist 1 bis 6 Grad. Und die Sonne zeigt sich auch nur selten. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen am heutigen Sonntag. Hier geht's weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und am Morgen begrüßt dann Karin Mioska Sie wieder an dieser Stelle. Wir drei wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.